Kino ist cool, aber Streaming ist manchmal auch nicht schlecht. Antje und ich diskutieren heute über unsere Heimkino-Highlights des ersten Jahresdrittels und sprechen vielleicht auch die ein oder andere Warnung aus. Das alles ist was mit Film. Mirko, wir reden über Streaming-Filme. Und hinter uns hängt das Plakat zu Firestarter. Was ist da los? What? Ja, es ist geschehen. Zum ersten Mal in unserer Was-mit-Film-Historie. Wir haben beide den Film der Woche nicht gesehen. Weil er nicht gezeigt wurde. Deswegen, scheiß auf Firestarter. Vielleicht ist er gut, vielleicht ist er schlecht. Wir wissen es nicht. Wir wollen trotzdem ein Video Stephen King widmen in dieser Woche. Genau. Aber nicht dieses hier. Denn wir sprechen darüber, was uns dieses Jahr im Streaming bewegt hat in diesem noch jungen Jahr. So ist's. Und ich fand's richtig schwer, muss ich sagen. Ich habe nicht viel gestreamt und habe das jetzt an diesem Wochenende durchgepowert, um irgendwas hier vorweisen zu können. Wie sah's bei dir aus? Ich habe ein paar Sachen geguckt. Das waren auch Sachen, auf die ich mich wirklich gefreut habe, die mich dann aber sehr enttäuscht haben. Und ich musste entsprechend auch grübeln. Und das merkt man auch meiner Auswahl so ein bisschen an. Die ist recht... Sie ist so eine Mischung aus, wirst du ja gleich sehen, okay. Aber es sind jetzt, glaube ich, nicht die offensichtlichen Titel, auf die man sich vielleicht im Vorfeld gefreut hat. Also zum Beispiel ein The Bubble hat mich dann doch sehr enttäuscht. Oder auch das Remake von Texas Chainsaw Massacre. Daher sind es ein paar andere geworden. Mhm. Ich bin sehr gespannt und ich habe die Befürchtung, dass sie sich vielleicht auch doppeln könnten, und meine. Ich lasse dir den Vortritt. Was ist dein Nummer 1 Tipp für Streaming? Du darfst entscheiden. Soll ich den Geheimtipp nehmen, die Massenproduktion oder die Serie? Ich würde sagen, die Massenproduktion. Wir arbeiten uns von innen an die Peripherie. Genau. Welchen ich nämlich wirklich sehr mochte, obwohl er gar nicht so viel neu gemacht hat, war The Adam Project von Netflix mit Ryan Reynolds. Ja. Jennifer Garner und Mark Ruffalo, also eine richtig schöne Besetzung. Wer Jennifer Garner und Mark Ruffalo hört und dann das ganze Thema Zeit mal so ein bisschen dazu packt, der könnte sich dran erinnern, da war doch mal was von 2001, glaube ich. Da ist 30 über Nacht erschienen. Und jetzt haben wir die gleiche Besetzung als die beiden als Eltern und wir haben Ryan Reynolds als erwachsene, zeitreisende Person, die auf ihr jüngeres Ich trifft und die beiden müssen zusammen das Thema Zeitreisen dahingehend annehmen oder angehen, als dass sie natürlich in der Zukunft Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, berichtigen müssen. Und man muss sagen, die Zutaten des Ganzen, du hast auch gerade schon so leicht genervt. Nein, gar nicht. Gemimikt. Aber das Ganze ist, obwohl es recht bekannt ist, total charmant, weil wir haben eine sehr charmante Liebeserklärung an das Elterndasein. Es wird also immer wieder abseits der, wie ich finde, nicht ganz so spektakulären Science-Fiction-Action, wird immer wieder darauf eingegangen, wie wichtig Familie ist, und zwar Familie, nicht nur Mutter, Sohn, sondern halt die komplette Familie, wie dankbar Kinder ihren Eltern vielleicht manchmal dann doch sein sollten fürs Dasein. Und das klingt wie das umgekehrte Everything, Everywhere, All at Once. Ein wenig, ja, und auch natürlich nicht so spektakulär und recht geradlinige Storyline. Und wie gesagt, die Action ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, aber da passt einfach das Gesamtpaket. Und wenn man Ryan Reynolds und auch seinen typischen Ryan Reynolds Humor, seine Art und so weiter mag, die bekommt man hier halt im Doppelpack präsentiert, nämlich einmal von Ryan Reynolds selber und einmal von seinem jüngeren Ich. Und deshalb, man sollte sich darauf gefasst machen, dass das nicht alles wirklich neu ist, was man hier sieht, aber dass das, was man sieht, sehr schön verpackt ist. Und deshalb habe ich mir The Adam Project mal ausgewählt. Ja. Okay, mein erster Gedanke, als du den Film zusammengefasst hast und ich habe ihn nicht gesehen, war, es klingt wie Looper. Weißt du, den kennst mit Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis, aber dann doch in scheinbar harmlos. Recht anders und ja, harmlos. Ja, genau. Okay. Also das ist auch recht, bietet sich fast so ein bisschen auch so dem nostalgischen 80er-Jahre-Publikum an, weil der da einige Motive variiert. Aber hey, wie gesagt, ich finde, dann ist es eben gut nachgemacht, aber besser als schlecht selbst gemacht. Also ich finde, es ist echt in Ordnung. Ja, das ist die perfekte Überleitung zu meinem ersten Film. Und zwar Bubble, aber nicht The Bubble, sondern einfach nur Bubble. Ich erinnere mich. Ist, glaube ich, vor einer Woche erst rausgekommen oder so bei Netflix und ist ein Anime-Film, der ganz, ganz hart aussieht, als wäre er von Makoto Shinkai, den wir kennen von Your Name oder Weathering With You, ist er aber nicht. Sondern quasi das perfekte Imitat. Und ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, besser gut klauen als schlecht selbst machen, ist diesem Film
gelungen. Er ist nicht ganz auf dem Shinkai-Level, aber es geht um Jugendliche, die in einem dystopischen, mal wieder zerstörten und überfluteten Tokio als Waisenkinder auf so einem Frachter leben und Parkour machen. Wir sind zurück in den Nullerjahren oder so. Parkour ist wieder cool. Und, aber sie haben auch Schuhe, die sie durch die Gegend schießen können. Und diese Parkoursequenzen, und es gibt ziemlich viele davon im Film, sind so atemberaubend inszeniert und animiert, dass ich glaube, wirklich einfach 90 Minuten so Ego-Perspektive Parkour mir hätte angucken können. Und dabei gelingt auch was, was finde ich nur ganz, ganz selten funktioniert, nämlich 2D-Animationen mit 3D-Animationen zu kombinieren. Das sieht meistens ganz schrecklich aus, gerade im Anime ist es ganz unerträglich. Und hier funktioniert das aber richtig gut und man kann sich wirklich verlieren in diesen super detaillierten und wunderschönen Lost Places, Bildern von Tokio, das so überrankt ist und so. Und ja, dazu gibt es doch so eine Liebesgeschichte, die ist ein bisschen schwach. Die muss halt irgendwie da sein als Variation von der kleinen Meerjungfrau in diesem Fall. Kann man ein bisschen skippen vielleicht, aber alles andere, also ich glaube, wenn man Your Name oder Weathering With You mag, dann kann man sich Bubble voll geben. Er ist auch sehr kurz. Und was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist, ja, wir gehen mal vom Mainstream über den Anime zur Dokumentation. Denn dafür ist ja Netflix auch hin und wieder mal ganz gut. Ich bin ehrlich gesagt von der Auswahl an Dokumentationen immer sehr beeindruckt. Von der Qualität her dagegen nicht immer. Aber von der war ich es, nämlich White Hot, der Aufstieg und Fall von Abercrombie & Fitch. Ich weiß nicht, im Zuge dessen, dass ich den Film hin und wieder mal erwähnt habe, ist mir immer wieder auch mal entgegengekommen, dass Leute von Abercrombie & Fitch noch nie was gehört haben. Jetzt wäre die Frage, hast du davon schon mal gehört? Irgendwas mit Mode? Ja, genau. Es ist eine US-amerikanische Modemarke, die Anfang der Nullerjahre in den USA total groß rausgekommen ist, weil das haben so die Kids getragen, die so ein bisschen mehr Geld haben. Hm. Und da war zum Beispiel Ralph Lauren, kennt man ja, das Modelabel mit dem Polo-Reiter. Das war halt so ein bisschen spießig. Und gewisse andere Sachen waren halt vom Stil dann vielleicht doch ja eher so für Jüngere, aber das hat so genau in die Lücke gepasst. So halt typisch hippe, beliebte College-Jungs und Mädels haben das getragen. Und die Marketingstrategie dieser Marke war total spannend. Sagen wir mal so, der erste Kritikpunkt, der für mich in Deutschland wahrgenommen wurde, war, dass diese Marke nur Klamotten bis zu einer gewissen Größe herstellt. Ich glaube, bis Größe 38, weil die Marke nicht wollte, dass Leute, die aus der Norm fallen, diese Klamotten tragen. Also die haben ja zum Beispiel auch mit oberkörperfreien Models geworben in den Stores. Die Stores waren so aufgebaut wie Clubs im Dunkeln mit Lichtgeballer und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe die Klamottenmarke in der Oberstufe auch getragen und habe die Klamotten dann aus den USA importiert und so weiter. Oh, okay. Und das kannte in Deutschland tatsächlich noch niemand. Mhm. Erst recht nicht an meiner Schule. Also ich war da die Einzige, die das getragen hat und war dann total stolz. Und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, irgendwas ist mit der Marke. Also da ist dann auch die Aktie relativ stark gefallen und so weiter. Mhm. Und das hatte damit zu tun, dass der Marke abseits dieser Ausgrenzungsgeschichte, was die Größe angeht, vor allen Dingen Rassismus vorgeworfen wurde. Zum einen aufgrund dessen, wen sie eingestellt hat und wen sie da so als Repräsentanten ausgewählt hat. Denn in den Stores durften nämlich nur Weiße arbeiten und die einem gewissen Schönheitsideal entsprechen. Und vor allem wurden halt T-Shirts, also was für die Marke in den USA recht bekannt war, waren halt so coole Sprüche-Shirts irgendwie, die rassistische Stereotypen bedient haben. Und dann gab es irgendwann einen Prozess von ehemaligen Mitarbeitern bei Abercrombie & Fitch gegen die Marke. Mhm. Und ich glaube, das zeigt, habe ich jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut aufgezeigt, was diese ganze Doku abbildet. Rise and Fall, Aufstieg und Fall ist jetzt hier selbstredend als Titel. Und wer sich da einfach so ein bisschen für interessiert, dem kann ich das echt mal ans Herz legen, weil man sagen muss, es geht halt weniger um die Klamotten an sich. Das wird so in den ersten 10, 15 Minuten abgehandelt, um zu erklären, warum die damals so beliebt waren. Aber dann geht's halt wirklich um deren Ruf und auch eben um Rassismus, wie normal das damals war. Und ist eine sehr kurzweilige Doku, die halt, wie gesagt, auch aus dem Modethema rausgeht, wer sich da nicht so interessiert. Dann schaut euch die Doku an als Paradebeispiel, wie man Rassismus sehr
unterschwellig in den Alltag von Leuten einfach gebracht hat. Ja. Gibt es diese Marke heute noch? Die gibt es heute noch, ja, die gibt es heute noch. Und hat sich aber so ein bisschen wegbewegt von dem Stil von früher. Also heute hat man vor allen Dingen diese typischen, die typische Aufschrift der Marke, wie man das auch von anderen Marken kennt. Dann steht da einfach Abercrombie & Fitch auf dem T-Shirt. Und ich muss mich dahingehend in Schutz nehmen. Ich kannte diese Sprüche-Shirts, die kannte ich tatsächlich nicht. Die hat man in Deutschland, glaube ich, nie so verkauft. Das war eher so eine USA-Sache, wobei Deutschland da auch super spät dran war. Also die Doku fängt irgendwie Anfang der Nullerjahre an. Und hat zum Beispiel noch Ausschnitte aus Spider-Man von Sam Raimi mit drin, weil da hat so langsam der Verfall der Marke angefangen, als plötzlich ein Schulbully bei in Spider-Man komplett in Abercrombie & Fitch gekleidet war. Und man plötzlich hat sich diese Marke eben gesehen als, wir kleiden die Idioten ein. Und das, das ist super spannend, auch so ein bisschen im filmischen Kontext. Und ich glaube, der erste Laden, ich habe das gegoogelt, irgendwie so 2011, 2012, 2013 hat der allererste Store in Deutschland, in Hamburg nämlich, aufgemacht. Mhm. Also man muss da sehen, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis diese Marke. Wie das immer so ist, wenn was aus den USA nach Deutschland rüber schwappt, genau. Alles so 10 Jahre. Und ich habe auch tatsächlich noch einen einzigen Pulli, da steht aber auch nirgendwo die Marke drauf. Mhm. Ich finde den einfach nur so schön, deshalb behalte ich den auch. Ja, es sei dir zugestanden, jetzt hast du ihn ja schon erworben. Ja. Dann ist das okay. Auch da passt jetzt super der Anschluss von deinem Thema zu meinem, denn ich habe auch eine, was, ein Dokumentarfilm oder eine Dokumentarserie? Ein Dokumentarfilm, der geht auch irgendwie 90 Minuten oder so. Okay, meine Dokumentarserie dauert etwas länger. Sie nennt sich Genius, J-E-E-N-Y-U-H-S. Oh, die hätte ich niemals gefunden sonst. Nee, aber vielleicht würdest du ihn finden, wenn du bei Netflix eingibst Kanye West. Ah. Denn es ist die große Kanye West-Doku-Reihe von einem Freund von ihm namens Kudi. Seit seiner Anfangszeit in den frühen Nullerjahren aufgezeichnet, gehen wir von den Anfängen seiner Karriere bis zu, ja, wo stehen wir eigentlich gerade? Ich weiß nicht, ist es das Ende? Ist es der absolute Wahnsinn? Die Präsidentschaftskandidatur, die noch dazwischen liegt, mit allem drum und dran, mit allen Kontroversen. Es ist, obwohl offensichtlich der Regisseur und Kanye befreundet waren, obwohl auch ein bisschen unklar ist, ob sich Kanye einfach irgendwann nicht mehr gemeldet hat während der Dokumentation oder wieso es nur noch so Fernsehfootage gibt zwischendurch, ist der Film natürlich grundlegend Kanye West wohlgesinnt, möchte ich mal sagen, und blickt aber trotzdem auch so retrospektiv auf das Ganze zurück und fragt so ein bisschen, wie konnte man eigentlich von da dahin kommen, wo wir jetzt gerade sind? Also es ist sowohl wirklich für Menschen interessant, die das Phänomen Kanye West irgendwie interessant finden oder problematisch oder einfach wissen wollen, was da zur Hölle passiert ist, aber worauf sich das Ganze wirklich auch konzentriert und das finde ich mega interessant, ist, wie sind wirklich die Abläufe, wenn man als Rapper oder einfach Musiker, Musikerin mit nichts startet und versucht, sich da irgendwie reinzukämpfen oder wie war das vielleicht in den Nullerjahren? Und etwas, das ich ganz überhaupt nicht kann und hasse, ist irgendwie so socializen und bei irgendeinem Empfang an so einem Tisch stehen und irgendwie anquatschen und sagen, hast du schon mal Red Carpet gesehen? und genau das ist natürlich, was so von dir verlangt wird, wenn du anfängst, im Musikbusiness irgendwie Fuß zu fassen. Und es gibt so viele Aufnahmen, die so unangenehm sind, wie Kanye West in irgendwelche Studios da reingeht und den Leuten die CD vorrappt und sowas und alle stehen so eingefroren außen rum und lächeln so und denken, oh nein, ich kann das gar nicht ertragen. Das erinnert mich an eine Szene aus The Disaster Artist, falls du den gesehen hast, wie die Figur Tommy Wiseau plötzlich in so einem Restaurant ist und da diesen einen Filmproduzenten einfach anspricht und den total nervt. Gott. Daran erinnert mich das so ein bisschen. War das Harvey Weinstein oder sollte es er sein? Ich glaube nicht. Harvey Weinstein hätte ich mir, glaube ich, gemerkt. Also entweder war es er und er wurde anders benannt oder es war ein anderer, aber wenn sie Harvey Weinstein explizit erwähnt hätten, hätte ich es mir gemerkt. Aber Disaster Artist ist dahingehend echt eine gute Referenz, außer dass Kanye West ja musikalisch schon sehr gut ist, was ich jetzt von Tommy Wiseau nicht behaupten kann, schauspielerisch oder regiemäßig. Und trotzdem diese unfassbare Energie, abseits von allem, was er politisch so denkt und macht und was auch immer, die er da einbringt. Und am Anfang sieht es wirklich so aus, als könnte das irgendwie nie im Leben was werden und als würde sich keiner für ihn interessieren. Ist einfach super interessant und einnehmend anzugucken. Also ja, ich würde sagen, um dieses Phänomen irgendwie ein bisschen besser zu greifen, ist Genius eine richtig coole Doku, die sich auch richtig Zeit lässt, Einzelmomente Viertelstunde auszuspielen und zu zeigen. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja, dauert, glaube ich, 3x1,5 Stunden. Ja.
Tja, und Deutschland hat die Bushido-Doku. So ja. viel dazu. Zeiten ändern dich. Kommen wir von einer Doku-Serie zu einer fiktionalen Serie. Und ich glaube, das ist mit so ein bisschen mein Highlight. Nicht nur in dieser Auflistung, sondern auch, sollte ich mich entscheiden, Ende des Jahres in meine Tops auch Serien zu packen, dann wird die sehr, sehr weit oben sein. Ich rede von, und ich muss es ablesen, The Woman in the House, Across the Street from the Girl in the Window. Hast du es gesehen? Nein. Ich habe so viel Schreckliches darüber gehört, dass sie Abstand nehmen wollte. Nein. Ich glaube, das Problem ist, das habe ich auch so in manchen Reviews gelesen, dass die Leute, und das klingt immer so doof, weil das klingt, als würde man sich über die Leute erheben und ich mache sowas sonst nie, aber aus den Reviews ist teilweise hervorgegangen, dass die Leute einfach das Konzept der Serie nicht verstanden haben. Mhm. Und dann kann ich auch die negativen Reaktionen verstehen. Es ist eine Serie, eine Miniserie, ich glaube 6 Folgen hatte die, mit 20 Minuten, also kann man super locker wegbingen, mit Kristen Bell in der Hauptrolle. Und Kristen Bell, spielt sich durch einen Plot, wie man ihn so aus Filmen à la The Woman in the Window, genau, hatte man ja gerade mit Amy Adams, oder auch The Girl on the Train mit Emily Blunt, die sehr stark daran erinnert, also dieser Plot, wie man es ja auch schon in der Inhaltsbeschreibung so ein bisschen erkennt. Aber es ist halt keine klassische Krimiserie, sondern es ist halt eine Parodie. Mhm. Es ist die Parodie solcher komplett konstruierter und auch so nach demselben Muster aufgebauter Thriller und Crime-Thriller. Und die ist mit ganz, ganz viel Humor versehen, mit sehr schönen Beobachtungen und schlägt in jeder Folge absolut irre Haken, wie man es also total kennt aus diesen Filmen, die das aber eben ernst nehmen und ernst transportieren. Und ich glaube, wenn man diese Serie guckt mit den Augen, mit denen man auch The Girl on a Train oder so guckt, dann denkt man, wollte ich mich eigentlich verarschen? Aber es ist eine reinrassige Parodie. Und zwar nicht auf dem plumpen Level à la Scary Movie. Es ist kein Spoof-Film, sondern es ist wirklich eine edel aufgemachte Parodie, die sich aber trotz dessen, dass man permanent weiß, was Sache ist, immer noch in den entscheidenden Momenten ernst nimmt. Und Kristen Bell spielt sich hier wirklich, die hat so einen Spaß, sich hier die Seele aus dem Leib zu spielen. Also nur um mal das zu veranschaulichen. Irgendwie scheinen ja die ganzen Frauenfiguren in diesem Film alle ein Alkoholproblem irgendwie zu haben. Und was macht Kristen Bell? Die hat in ihrer riesigen Küche ein riesiges Glas stehen, wo ganz viele Korken drin sind. Sie trägt permanent ein Weinglas mit sich herum, das fast so groß ist wie ihr Kopf. Also das sind so Motive, wo man denkt, natürlich ist das hier nicht ernst zu nehmen, aber als der Fall funktioniert trotzdem, weil er sich, wie gesagt, in den entscheidenden Momenten ernst nimmt. Und es ist halt wirklich ein Fest für Leute, die wissen, wie diese Filme funktionieren, wie die aufgebaut sind. Und das hier mal so seziert zu sehen und trotzdem dem Ganzen zu folgen auf sehr respektvolle Weise. Ich muss sagen, ist wirklich mein großes fiktionales Highlight auf dem Streaming-Dienst oder auf Streaming-Diensten. Auch wieder auf Netflix abrufbar. Tut mir so ein bisschen leid, dass ich sehr Netflix-zentriert bin. Aber ich habe von den anderen relativ wenig gesehen. Ich hatte zum Beispiel überlegt, ob ich von RTL Plus die Hitler-Tagebuch-Doku mit reinnehmen, Faking Hitler, aber die ist leider schon aus dem letzten Jahr. Deshalb mal so am Rande auch eingestreut ein Tipp von einer anderen Plattform. Dafür habe ich mir nämlich extra RTL Plus geholt. aber wie gesagt, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Super. Ich kann zu etwas überleiten, das ich aber gar nicht in der Liste habe, aber ich wollte eigentlich, um auch ein bisschen das Portfolio zu diversifizieren und zu sagen, es ist nicht nur Netflix in der Liste, eigentlich den großen Amazon Prime Video Blockbuster des Frühjahres, Deepwater heißt er, glaube ich, mit Ben Affleck und Ana de Armas von Adrian Lyne mit reinnehmen. Und der klingt wie das, was du gerade sagst über The Girl in the Window from the Other Side of the Street, Dingsbums. Aber komplett ernst. Also den kann man vielleicht als so eine Art Trash-Camp sich wirklich gut angucken. Aber ist dann eigentlich doch auch zu lang und zu unspaßig. Also dann klingt deins eigentlich doch besser. Guck das mal. Ja. Weil ich glaube, du raffst halt schon in der ersten Folge, was das ist. Und ich finde halt, ich kann halt unter den Bedingungen, wenn das jemand ernst guckt, verstehe ich halt, warum der sagt, was ist das denn für ein Schmarrn? Mhm. Ich finde es aber eigentlich zu eindeutig, ich sehe es zu eindeutig als Parodie. Ich wundere mich, wie man das so sehen kann, aber. Und kannst du vielleicht noch kurz erklären, wenn man das Ganze aneinander hängt, ist es ja 90 Minuten lang, also so ungefähr, eine Spielfilmlänge. Ja, ja. Wieso ist das eine Serie? Wieso haben sie das nicht einfach als Film rausgebracht?
Vielleicht auch, weil sie Spaß dran hatten, weil es vielleicht witzig ist, pro 20 Minuten irgendwie 5 Twists zu präsentieren, weil die Twists dann vielleicht noch absurder sind. Also ich glaube, in so Häppchenweise wird die Absurdität noch mal ein bisschen deutlicher, weil sie zum Beispiel auch sehr, sehr stark mit Cliffhangern spielen. Das kann man in einem Film natürlich nicht. Also ich, und weiß ich nicht, es war halt einfach mal so wieder so schön. Ich habe die über 2 Abende geguckt, weil mir die so Spaß gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich packt mir da jetzt noch mal so künstlich Vorfreude rein auf den nächsten Abend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ist. Ja. Und okay. Es wird auch angedeutet, dass es vielleicht eine Fortsetzung gibt, aber vielleicht ist auch das wieder Teil der Parodie. Ah, also am Ende des Films wird das irgendwie angedeutet? Genau, okay. Da es hier so schrecklich ankam, mal gucken, ob sie sich trauen, das nochmal. Also wie gesagt, die 2-3 Leute, die das gesehen haben und das so gesehen haben wie ich, die waren begeistert. Also okay, ja. Klingt interessant. Ich habe auch noch einen Netflix-Film. Und zwar hört er auf den Namen The House. Habe ich von gehört. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie du ihn mir schmackhaft machst. Das hat bisher nämlich Keiner geschafft. Nein, geschafft nicht, aber keiner hat sich so richtig Mühe gegeben damit. Ja, also das liegt vielleicht daran, dass es ein Episodenfilm ist. Es ist ein Film, der dreht sich um ein Haus. Es ist ein Animationsfilm, ein Stop-Motion-Animationsfilm mit CGI-Anteilen, wie es in der Netflix-Beschreibung heißt, obwohl man die, finde ich, gar nicht sehen kann. Oh. Und es geht um ein Haus, das gebaut wird von einem verrückten Architekten in der ersten Geschichte. Das ist so eine Art Gothic-Horror-Geschichte und eine Bauernfamilie oder eine ja einfach ärmere Familie wird eingeladen von diesem Architekten in dieses Haus zu ziehen und man weiß nicht so richtig wieso und dann wird es auch relativ schnell Kafka-esque freaky, was da passiert in diesem Haus. Plötzlich verschwinden Treppen, die werden einfach wieder abgebaut und man weiß nicht mehr so richtig, wo kommt man jetzt eigentlich hier raus und was soll ich eigentlich den ganzen Tag machen in dem Haus und es gibt immer was zu essen. Und das erinnert mich daran, wir hatten in meinem Elternhaus gibt es einen Dachboden, der durch so eine typische Dachbodenluke nach oben führt und irgendwann hat meine Mama vergessen, dass sie auf dem Dachboden hat die Luke zugemacht. Oh. Ja. Und dann hast du. Und sie war im Keller und ich musste sie anrufen. Okay, das war zu einer Zeit, wo es schon Handys gab. Also nein, also wir konnten, wir konnten durch eins, wir haben irgendwie 5 oder 6 Telefone im Haus oder haben meine Eltern immer noch im Haus. Man kann durch bestimmte Nummern verschiedene Stationen anrufen innerhalb dieses Hauses. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, konnte man aber damals. Und dann musste ich halt verschiedene Telefone abtelefonieren. Dann bin ich irgendwann runtergekommen. Das klingt auch, als hättet ihr ein Kilometer weites Haus gehabt. Irgendwie. Ja, es war im Westflügel. Ich rufe im Westflügel an, meine Mama im Ostflügel, so ist das halt. Aber genauso ist das Haus in The House eigentlich. Also man kann überhaupt nicht durchschauen, wie groß das eigentlich ist. So, und diese Geschichte, dieses Gothic Horror Tale, finde ich richtig, richtig cool. Ich finde es toll animiert, ich finde es echt eerie, also irgendwie, ja, so nicht richtig gruselig, aber halt so schaurig, so nett. So Tim Burton-mäßig auch vielleicht von der Animation, na, obwohl nicht so richtig, bisschen feiner vielleicht noch. Und sieht wirklich toll aus und macht Spaß. Das ist die erste halbe Stunde. Und ich finde, dann kann man den Film auch einfach ausschalten. So. Okay. Insoweit würde ich ihn dir schmackhaft machen, weil die nächsten 2 Geschichten spielen zwar in diesem Haus, haben aber nichts mehr mit der ersten zu tun und die finde ich auch nicht so super sehenswert. Aber als halbstündigen Kurzfilm, finde ich, kann man den auf Netflix durchaus gucken. Und vor allem, wenn alle nur so kurz sind, kann man das ja auch 90 Minuten weggucken. Ja, ja, kann man machen. Also meine Mitschauerin kam nur zur letzten Geschichte rein und fand es richtig langweilig und ich konnte sie auch nicht dann davon überzeugen, dass die erste doch cool ist oder so. Aber ich finde, da kann man auch so, man darf das, also bei einem Film, der so funktioniert, finde ich, kann man auch einfach mal sagen, ich gucke nur die erste und dann höre ich auf. Ich würde sagen, was mich am meisten jetzt interessiert, ist die Doku. Also deine Doku über Kanye West. Was schaust du dir zu Hause als erstes an von meinen Sachen? Ich glaube doch The Girl in the Window with the Train. Das hat mich jetzt, weil es kurz ist und weil ich das Gefühl habe, ich könnte da elitär nachher rauskommen und sagen, ich habe es verstanden, wir aber nicht. Das ist sehr reizvoll. Aber wie gesagt, es ist ja nun nicht so, als müsste man da groß interpretieren. Deshalb, also wenn man es versteht, versteht man es halt. Ne? Also deshalb. Ich werde es bestimmt verstehen, wenn ich es sehe. Ja, genau. Mal gucken. Ja. Und wir wollen von euch wissen, was sind denn eure, ich würde mal sagen, Geheimtipps? Weil das finde ich irgendwie spannender, als jetzt zu sagen, ja, Texas Chainsaw Massacre Remake, der ist zum einen nicht gut und zum anderen ist das auch eine der Produktionen, glaube ich, die so mit am bekanntesten gestartet ist in den ersten 3 Monaten oder ein paar mehr Monaten. Wenn ihr den mochtet, dann, ich wollte euch jetzt nicht, ne? Dann mochtet ihr den. Ist doch cool. Ich mag es immer, wenn Leute Dinge mögen. Und vor allen Dingen, was denn von den Sachen, die wir euch heute so vorgestellt haben, was ihr da am coolsten fand, freuen wir uns, wenn wir das lesen. Ja.
lasst es uns in den Kommentaren wissen. Aber erst nachdem ihr einen Daumen hoch gegeben habt, wenn es euch gefallen hat und die Glocke gedrückt und den Abo-Knopf gedrückt habt und wenn ihr einmal dieses kleine Häkchen da angeklickt habt, das diesen Text ausklappt, in dem drin steht, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Das könnt ihr dort nochmal nachlesen. Herzlichen Dank und bis dann. Ciao.